Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Linkels Abenteuer in Breath of the Wild. Ich bin euer Basti, ich freue mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast, und da kommt auch schon der Drache. Aber wir sind ja immer noch auf der Suche nach diesem Gemälde, was sich ja hier eigentlich irgendwo befinden soll, in so einer Wolkenwand drinne. Aber die Frage ist natürlich... Da unten ist auch irgendwas, oder? Aber ich will jetzt ja eigentlich nicht da runter. Wir wollen ja das Gemälde finden. Okay, mit der Feuerlanze bin ich ja gut bedient, muss ich sagen. Die ganzen Exhal-Forces... Vielleicht kriegt man den Drachen ja noch. Die ganzen Exhal-Forces haben ja keine Chance gegen uns hier. Aber ich stapfe hier halt durch den großen Schnee. Was wiederum nicht so cool ist. Und die Frage ist ja auch, bin ich in die richtige Richtung gerannt? Ich sehe auch nichts. Nicht runtersegeln, nicht runtersegeln, Linkel. Hui, das war knapp. Und die Walis-Sturm ist ja auch noch nicht einsatzbereit, ne? Ich habe da drüben gerade irgendwo Schreine gesehen. Ist auch nichts wie ein Wandgemälde oder so. Was, wenn ich jetzt hier rumrenne? Eieieiei. Ist nichts, was aussieht wie ein Wandgemälde. Vor allem nicht wie so ein großes. Okay, da ist ein Turm. Hier vielleicht irgendwo was, was aussieht wie ein großes Wandgemälde. Ah, da ist die Wüste schon. Revalis Sturm ist bereit. Da will ich aber eigentlich nicht hin. Ich meine, gut, hier ist jetzt was Wolkenverhangenes, ne? Hier ist die Riesenwüste und da ist der nächste Titan. Und da wäre auch ein Turm. Ich schwebe schon wieder viel zu sehr nach unten. Wie gesagt, das soll ja irgendwo an der Felswand sein, das Bild. Wo ist denn die Aufgabe eigentlich? Der ist hier.
eigentlich müsste ich weiter in die Richtung. Aber hier wird es ja halt zu warm, ne? Weil das ja die Wüste ist. Ich glaube, hier bin ich nicht richtig. Ach, ärgerlich, ärgerlich, Leute. In die Richtung weiteren. Klingt eigentlich auch nichts. Ich muss ja eigentlich in die Richtung. Bring mich mal hier hoch. Wie gesagt, hier ist die wolkenverhangene Stelle. Aber hier ist nichts. Vielleicht sind wir auch vor komplett in die verkehrte Richtung gegangen. Das kann ja auch sein. Das kann ja natürlich auch sein. Wenn wir komplett verkehrt sind. Meine Güte. Der hässlichen Octorox. Ich renne jetzt aber irgendwie total verkehrt. Muss ja eigentlich hier drüben weiter. Vielleicht bin ich auf der verkehrten Seite von den Bergen. Das kann natürlich auch sein. Da ist unser Drachen. Aber hier ist halt kein Wandgemälde. Und ich glaube, ich renne... Oh mein Gott, da ist ein Monsterlager. Ich renne, glaube ich, genau dahin, wo der Leune ist, oder? Ich renne genau dahin, wo der Leune ist. Hüche! Okay, jetzt bin ich bei der Brücke. Von da hat er geguckt. Mein Hammerzopf spricht auch gleich.
Das ist auch kein Wandgemälde. Ach, ist das ärgerlich. Es ist wirklich ärgerlich. Und wir suchen jetzt die ganze Zeit dieses Gemälde, ne? Die Frage ist natürlich, wo soll sich das bitteschön versteckt haben? Okay, hier gibt's einen Krog. Ich vermute mal ganz stark hier oben, ne? Ja. Ah, haben wir wenigstens den Ding gefunden. Haben wir wenigstens ein was Positives hier. Wir sind ein was Positives hier rausgeholt. Aus dieser Suche. Hallo Wölfchen. Ist auch nichts. Also hier ist auch nichts, was aussieht wie ein Wandgemälde. Wie gesagt, vielleicht bin ich auch in eine verkehrte Richtung gerannt. Ich sehe aber auch nichts hier. Die hässlichen Fledermäuse. Bitteschön, soll denn das sein? Da kommt der Drache. Okay, wir haben sogar ein Krog-Rätsel gefunden. Hässliche Fledermaus. Okay, vielleicht doch da drüben. Müssen wir mal gucken hier. Wo soll ich dich denn jetzt hinlegen? Das ist ein Steinkreis. Du hässlicher Wolf. Okay, in der Mitte, damit es drei Kreise ergibt. Na, jetzt rennst du weg, ja, ne? Komm her, du derres Mistvieh. Ach, leck mich doch. Okay, dort drüben steht der Kunde. Vielleicht ist es ja doch hier oben. Ansonsten muss ich mich halt schlau machen, wo das Gemälde genau ist, ne? So, hier sind wir jetzt wieder bei dem Aufgang, ne? Bei der Brücke. Ja. Hä? Ihr seid nervig.
Ihr seid echt nervig. Vielleicht, wie gesagt, ist es auch hier drüben an der Stelle irgendwo, dass ich komplett falsch gelaufen bin. Auch keine Ahnung, welche Wolkenformation der gemeint hat. Drüben sind definitiv auch noch Wolken. Ja, alles gut. Da ist es. Ich sehe es. Ah, ich hab's gefunden. Puh. Hat sich der lange Weg wahrscheinlich dann doch noch gelohnt. Wir sind einfach in die verkehrte Richtung gerannt. So, und Rivali-Sturm ist ja auch einsatzbereit. Das ist sehr gut. Da hinten ist ein Wandgemälde. Du hässliche... Elektrobeißer. So, was haben wir denn hier dann noch entdeckt? Oh, ein Aufwind. Das ist natürlich noch geiler. Und da ist der Drache. Hahaha. Treffe ich den denn von hier aus? Ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn getroffen. Ich möchte deine Schuppe haben, die jetzt sonst wohin fliegt. Oder deine Klaue, je nachdem. Ich muss so dann den Weg nochmal zurückgehen, aber egal. Ja. Die holen wir uns noch. Du gehörst mir. Ist es eine Klaue? Ist es eine Schuppe? Was ist es? Eine Farotra-Schuppe. Diese wertvolle Schuppe schmückte einst den großen Geist Farotra. Sie knistert vor Elektrizität. Man kann sie zum Kochen verwenden. Doch das wäre Verschwendung. Genau. Ich nehme dich nämlich mit. Und jetzt müssen wir den Weg nochmal zurückgehen. Was war das für ein komisches Geräusch, ja. So. Wie oft haben wir noch Rivali-Sturm? Einmal noch. Okay. Wir sind schon auf Wölfe, ne, die brauchen wir nicht. Da war dieser Luftzug nach oben. So. Sehr gut. Den haben wir wiedergefunden. So, die kleinen. Alles klar. Und jetzt dort rüber schweben zu diesem Wandgemälde. Oh, Gott sei Dank. Huh.
So. Es müsste eigentlich ein... Also wie gesagt, ist ja eine Schrein-Quest. Oh. Den Krog hier unten nehme ich natürlich noch mit. Der sich dort versteckt hat. Ich hab dich entdeckt. Autsch, ja, das tut mir leid. Aber wir möchten jetzt endlich zu dem Wandgemälde gehen. So. Okay, und ich glaube, hier brauchen wir Elektrizitätspfeiler. Um diese Schreinquest. Bringst du mich jetzt hier nach oben? Jawohl, sehr gut. Okay, das ist das Gemälde. In der Mitte ist ein Sockel. Und hier sind Blitze rumdrum. Das heißt, ich habe noch 5 Elektropfeiler. Die ballern wir jetzt da rein. Und das Rätsel müsste gelöst sein. Ja. Sehr cool. So, dann werden wir den Schrein noch machen. Dann gehen wir mal zu dem Kunden zurück. Mal sehen, was der erzählt. Und ja, dann würde ich sagen, Wald der Krogs, die Quest mit dem Dingsbums da abgeben. So. Kann natürlich auch sein, dass der Schrein uns hier wieder ewig lange aufhält und dass wir da lange brauchen. Dann sieht es natürlich anders aus, dass wir da nirgendwo mehr hingehen. Aber vielleicht ist es ja auch nur ein Kampfschrein oder nur ein Belohnungsschrein. Sieht nämlich mehr nach Belohnungsschrein aus. Das heißt, wir haben ewig lange gesucht und müssen hier nichts machen. Sehr schön. Ich grüße dich, Pilger. Mein Name ist Kiau. Du hast die Prüfung bestanden. Kiaus Segen und wir werden auf jeden Fall wieder komplett geheilt. Und dafür gibt es nur einen läppischen Diamanten. Das gibt es doch nicht. Aber das Zeichen der Bewährung nehme ich definitiv mit. Ach, Gott sei Dank haben wir es neu gefunden. Ich habe schon gedacht, wir schaffen es nicht. Das wäre heftig gewesen. Du hast die Prüfung gemeistert, diesen Schrein zu erreichen. Ohne Zweifel bist du die auserwählte Heldin. Haben wir schon 6. Unsere Herzen sind gefüllt. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Gut. Dann möchte ich auf jeden Fall erstmal wieder raus aus diesem Schnee. Obwohl es hier noch jede Menge zu entdecken gibt, wahrscheinlich. Jede Menge zu entdecken gibt es hier noch. Hundertprozentig. Halt's Maul. Okay, das sieht natürlich cool aus hier. Das sieht natürlich cool aus. Der Kunde scheint nicht mehr da zu sein. Aber wir haben zumindest das Rätsel gelöst. Wandgemälde. Tabanterbrücke, genau. Sehr schön. Hier unten ist noch ein kleines Wäldchen. Okay, hier hätte man natürlich auch hochgekannt. Eieieiei. Okay, das war natürlich jetzt nicht so prickelnd. Um...
brauche eigentlich nur normales Essen, ne? Sehr gut. Und hier ist nämlich ein Krokrätsel. So, die 1 haben wir. Die 2 haben wir. Die 3. Die 4. Und es ist die 5, das war verkehrt. Uah! Die 4 ist dort hinten. Okay, 1. 2. 3. 4. 5. Ich werde doch noch bis 5 zählen können. So. Habe ich hier nicht irgendwas rumschwirren sehen? Ja, da. Nämlich auch so ein Knilch. Aber den ignoriere ich jetzt einfach mal. Der versteckt ja nicht weiter vor uns, denke ich mal. Ein Schwertling. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Beziehungsweise, wo muss ich denn hin? Ich wollte trotzdem nochmal mit dem Kerl reden, wegen dem... Aber das Schwert ist ja sowas von luschig, was ich hier habe gerade. Es geht eklig kaputt, okay. War das sogar schon der Schrein hier oben an der Tabanta-Brücke? Könnte es gewesen sein. Könnte sogar der Schrein gewesen sein. Na gut, da können wir auch ganz schnell hinrennen jetzt. Mal schauen, ob wir mit dem noch sprechen können. Und dann gehen wir zu den Crocs, holen uns... Oh. So. Das sind aber viele hier. So. Okay, das Schwert... So, meine Fresse. So. Oh, das habe ich schon. Du willst mich doch verarschen hier. Ruhe hier mit euch. Mann! Ruhe mit euch. So, das Wildschwein nehmen wir noch mit. Also das Fleisch von dem Wildschwein. Was war das denn jetzt? Keine Ahnung. So, wir müssen aber hier zur Tabanta-Brücke. Und schauen, ob wir den Kerl nochmal finden. Vielleicht können wir den ja wirklich noch irgendwas sagen. Oder er hat zu uns noch irgendwas zu sagen. Ich glaube es zwar nicht. Aber wie gesagt, ich möchte dann auf jeden Fall noch zum Krokwald gehen, den Eisstab zeigen und dann haben wir es für diese Folge. Da müssen wir sehen, was wir in der nächsten Folge machen, was für ein Gebiet wir dann noch unter die Lupe nehmen oder ob wir schon zum nächsten Gebiet gehen, heißt die Wüste und uns da ein bisschen umsehen. Hallo Linkel, ah, du bist kaputt, ich weiß, Mann.
Aber die Frage ist, steht denn der Kerl dann überhaupt noch hier oben, wenn die Quest beendet ist? Ja, der steht noch da. Na, wenn das mal nicht der junge Mann mit dem Durchblick ist. Ich bin immer auf der Suche nach etwas neugierig, was mir eine Neugier weckt. Deswegen schweigt mein Blick immer in die Ferne. Okay. Oh, wir könnten nochmal das Gewand wieder anziehen. Aber das hat nur 8. Das hat 18 und das hat auch 18. Okay, dann gehen wir zum Wald der Crocs, geben die andere Quest mit diesem Eisstab ab. Dann haben wir die nämlich auch. Ja, dann haben wir die nämlich auch. Und ich glaube, eine Göttin müsste es hier auch geben, damit ich hier mir ein neues Herz holen kann oder so. Hm. So, ja, mal schauen hier. So, die Magie des Eises. Wir könnten natürlich auch zu Maronus gehen. Und unsere Taschen weiter ausbessern. Aber jetzt müssen wir erstmal zu denen hier. Uiuiui, ui, ui, bist du der Held? Toll, der Werteheld besucht uns im Wald. Ich habe eine Prüfung für dich, die dich stärker machen wird, Werteheld. Du musst nicht kämpfen und die Prüfung ist auch nicht gruselig. Aber du musst trotzdem vorsichtig sein. Und zwar will ich einen Rumi sehen. Er leuchtet im Dunkeln und ist etwa so groß wie ich. Du musst... Was? Du musst mir noch nicht mal einbringen. Ein Bild oder sowas würde genügen. Hm, danke, dass du mir den Gefallen tust. Also, keine Ahnung, wo Rumis leben, aber sie sind sehr flink und leuchten angeblich ganz wunderbar. Ich würde gern mal einen davon sehen. Hm, wenn du mir einen Rumi zeigst, gebe ich dir eine Belohnung. Der geheimnisvolle Rumi. Aber ich habe doch schon ein Bild von einem Rumi gemacht, oder? Okay, ich habe noch keinen Rumi fotografiert. Alles klar. Du besitzt ja einen Stab mit Eismagie, aber in der Tasche macht er nicht viel los. Los, rüst ihn schon aus. Da ist er. Hm, cool, wa? Zischklirren ist genauso fantastisch, wie ich es mir vorgestellt habe. Vielen Dank, Held. Das war sehr zischerisch, klirrisch, ehrenhaft. Für diese Demonstration hast du dir eine Belohnung reichlich verdient. So, haben wir die Aufgabe auch erledigt. So, und du willst einen Rumi sehen? Okay. Da müssen wir noch einen Rumi fotografieren. Und dann wollen wir mal schauen hier, dass wir hier mit Maronus mal quatschen. Okay, dann würde ich sagen, Waffentasche, 45 Crocsamen. Ja, komm, mach mal. Kann dir immerhin was. Ja, ja, du machst deinen Tanz. Ich weiß, ich kenne das. Bumm. Sehr schön. Eine Waffentasche ist jetzt größer. Okay, 21 habe ich noch. Schildtasche, na gut, 10 nehmen wir mit. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Schilde vom Hateno-Institut. Die können wir uns natürlich auch noch holen. Ja, mehr habe ich nicht. Bogentasche, glaube ich, geht nicht. So, jetzt haben wir das, ach ne, Akala-Institut war das hier oben, ne? Okay, also wir haben hier schon ein paar Schreine entdeckt in dem Gebiet. Hier ist definitiv noch ein Turm, da ist noch ein Turm, da ist noch ein Turm und da ist noch ein Schrein. Vielleicht sollten wir uns dem Turm widmen hier. Dann dem hier unten. Hm, ich glaube, es sind nur noch die drei Türme und hier müsste auch noch irgendwo ein Turm sein. Okay, wo gehen wir denn dann hin? Hier ist das vergessene Plateau. Mhm. In die Richtung sind wir überhaupt noch nicht gesegelt. Könnten wir aber machen, denke ich mal. Das ist, glaube ich, die Eiswüste hier, ne? Mhm. Da ist irgendwo noch ein Krog. Ich müsste ein paar Markierungen auf der Karte löschen. Ich habe so viele Markierungen schon hier gesetzt. Okay, die Frage ist, das ist der Turm des Plateaus. Wo gehen wir denn da hin? Wir könnten natürlich auch hier hingehen und dann den, aber eigentlich ist der hier näher, wenn wir von hier aus da hingehen.
Machen wir das? Wir machen das. Wir haben ja soweit alles erledigt. Ich hoffe ja mal, dass es da jetzt nicht kalt ist, sonst muss ich mir Winterklamotten anziehen oder wir segeln dann halt noch ein Stück und dann ist die Folge aber wirklich vorbei. Wir sind schon wieder bei 35 Minuten, ist schon wieder ganz schön lange. Okay, stehe ich auf dem Berg? Nee. Es ist zumindest nicht kalt hier. Und dort drüben ist auch schon der Turm. Und da ist die Brücke. Okay. Dann gehen wir den Weg, würde ich sagen, ne? Da ist die Kathedrale. Gehen wir über die Berge oder über die Brücke? Gute Frage. Wir gehen über die Berge. Ich gehe noch bis zu dem höchsten Punkt dort oben und dann beenden wir diesen Part. Dann gibt es halt noch ein paar Minuten jetzt länger. Dürfte euch ja eigentlich nicht stören, denke ich mal. So, einen hohen Punkt aussuchen. Hallo Fuxi, ich lasse dich diesmal ausnahmsweise am Leben. Oh, was ist das denn dort oben für ein Feuer? Das sieht auch krass aus. Vielleicht gehen wir auch da erst hin und dann zum Turm. Okay, aber hier ist auf jeden Fall ein schöner Punkt. Den Turm, habe ich den schon? Ne, den habe ich auch noch nicht. Okay, aber der da ist näher. Die sind beide näher. Das sind zwei neue Gebiete. Okay, also am besten das Feuer dort begutachten im nächsten Part und dann zu dem Turm. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Und Linkel freut sich natürlich auch. Und dann geht's weiter. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi. Mein Volk und meine Tochter Zelda.